Wir haben noch zwei England-Fahrerinnen, die wir jetzt auf die Bühne bitten, die auch bei diesem Besuch, bei diesen Besuchen dabei waren. Zum einen Annette Reuss, die das Soulside in Hannover-Linden mit aufgebaut hat und bislang Referentin für missionarische Seelsorge im Bistum Hildesheim gewesen ist, jetzt aber etwas anderes macht, aber trotzdem hier ist. Und Sandra Bils, Pastorin in Gifhorn. Ja, mit euch beiden stehen jetzt zwei hier auf der Bühne, die auch Mitglieder der Steuerungsgruppe dieses großen Kongresses sind. Ihr habt beide mehrere Jahre schon Erfahrung in missionarischen Projekten und wir möchten erstmal von euch wissen, was sind das für Erfahrungen, die ihr gesammelt habt? Ja, ich muss ja zugeben, bis vor wenigen Jahren wusste ich nicht mal, was genau ein Bistum ist, geschweige denn, wo das Bistum Hildesheim liegt oder wo Hannover so ganz genau ist. Vor viereinhalb Jahren habe ich eine Stellenanzeige in der Zeit entdeckt. Da suchte das Bistum Hildesheim eine Person, die eine Kirche für Suchende aufbaut. In professioneller Sprache müsste man jetzt sagen, ich suchte gerade eine neue Herausforderung und habe mich dort beworben. Genau genommen hatte ich gerade meine 7 Sachen gepackt und war aus einem Kloster wieder, bei einer Nacht- und Nebelaktion gegangen und freute mich, einen neuen Job gefunden zu haben. Ich habe eine Kirche für Beginner, für Suchende mit aufgebaut hier in Hannover, nennt sich Soulside Linden und hatte die Freude über mehrere Jahre zu experimentieren, zu scheitern, Erfolge zu haben, damit Formate zu finden, die Suchende ansprechen, Menschen ansprechen, die ja sonst vielleicht mit der Pfarrei und mit kirchlichen Strukturen nicht so viel zu tun haben. Ja, und so revolutionär die Ideen von Annette sind, so klassisch ist mein Arbeitsfeld. Ich bin Pastorin in einer Dorfgemeinde im Grunde genommen und habe einen ganz klassischen pastoralen Alltag, natürlich auch mit modernen Ideen, aber im Grunde genommen doch schon sehr klassisch geprägt. Aber neben der Arbeit in der Gemeinde hat mich auch immer schon so gereizt, darüber hinaus Dinge zu machen. Wir machen missionarische Projekte mit einem Campingplatz. Ich engagiere mich viel in der Arbeit um Social Media, Dinge im Internet, solche Dinge. Also, dass man nach außen geht und nicht nur bei der Gemeinde selber bleibt. Das ist eigentlich schon ein schönes Stichwort, weil eure Praxiserfahrungen dadurch offensichtlich nicht nur aus dem kirchlich-gemeindlichen Bereich kommen, sondern eben auch aus anderen Kontexten. Also, mir war immer wichtig, dass ich mich inspirieren lasse. Und Inspiration kriegt man natürlich auch besonders dort, wo Menschen auch Dinge anders machen, wo Glauben auch ganz anders erfahren wird. Und ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, über den Tellerrand zu schauen und die guten Erfahrungen aber wieder mitzunehmen in meine Kirchengemeinde. Somit hat die Kirchengemeinde da sehr von profitiert. Und gleichzeitig habe ich durch dieses Inspirierte natürlich denen auch Lust gemacht, auch mal über den Tellerrand hinwegzuschauen. Also nicht immer nur als Gemeinde darauf zu hoffen, dass die Schäfchen schon sonntags in den Gottesdienst kommen, sondern dass man vielleicht auch mal woanders hingeht. Erzählte ich gerade. Ich gehe mit meiner Kirchengemeinde dieses Jahr Pfingsten aus der Kirche raus und wir feiern alle gemeinsam Open-Air-Gottesdienst auf dem Campingplatz. Ja, als ich damals anfing, baue eine Gemeinde für Suchende, dachte ich, irgendwer wird da wohl wissen, wie das geht. Ich musste eine Weile suchen in Deutschland, um Vorbilder zu finden. Und diese Vorbilder habe ich doch tatsächlich auch in den anderen Konfessionen und in anderen Kirchen gefunden. Ich habe Freundschaften geschlossen in Netzwerken von Gemeindepflanzungen der evangelischen Kirche deutschlandweit. Ich habe mir genau freikirchliche Gemeinden angeschaut und dort auch Freundschaften geschlossen und viel gelernt, wie das gehen kann, Kirche zu bauen, Kirche neu anzufangen, mit Kirche zu experimentieren und freue mich über all diese Lernerfahrungen, die ich da auch jenseits unseres Randes gemacht habe. Was sind jetzt ganz konkret eure Erwartungen, eure Hoffnungen an Kirche hoch 2? Ja, mein Traum von Kirche ist ja grundsätzlich, dass wir die Relevanz nicht verlieren. Also, dass wir es schaffen, in dieser Welt, wie sie heute ist, relevant zu bleiben und diese Relevanz auch zu zeigen. Und ich glaube, dass diese Relevanz nur wieder erlernt werden kann, wenn wir die Sprachen lernen von den Menschen.
Wir sind in manchen Sprachen ganz gut und in manchen sind wir, glaube ich, weniger gut. Wir müssen die Sprache lernen von Künstlerinnen und Künstlern, wir müssen die Sprache lernen von Prostituierten, von sozial Schwachgestellten, all diese Sprachspiele lernen und genau hinhören und dann können wir diese Relevanz wieder gewinnen. Und ich glaube, dass wir heute, so wie wir bunt hier zusammengemischt sind, auch voneinander ganz viel lernen können und auch von den Projekten, die wir auf dem Markt hier sehen und in den Workshops. Und ich freue mich einfach sehr, dass dieses große Netzwerktreffen hier so zusammengekommen ist. Ich glaube, in so einer Zeit, wo wir alle umgeben sind von schlechten Nachrichten und wo wir uns wahrscheinlich alle ärgern, dass die Kirche oft so ein ganz schlechtes Image hat, ist das für mich hier eine tolle Gelegenheit, in ihre ganzen strahlenden Gesichter zu gucken und zu merken, da tut sich schon total viel. Dieses Lamento, das mag manchmal berechtigt sein, aber wir haben auch echt Grund, uns zu freuen an diesen ganz vielen bunten Projekten. Und hier ist eben die Chance, sich inspirieren zu lassen. Lernen Sie Menschen kennen. Gucken Sie nochmal, wie es in anderen Gemeinden läuft, was Gott da tut. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass ich eine Sehnsucht habe. Ich habe eine Sehnsucht, dass das, was wir hier sind, dass das noch nicht alles ist. Ich bin noch nicht zufrieden und ich möchte mich einfach noch nicht zufrieden geben. Und der Kongress ist hoffentlich so ein Anstoß, dass wir zufriedener werden mit dem Status quo. Vielen Dank. Applaus